Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sitzen in Straßburg im Europäischen Parlament gemeinsam mit Monika Hohlmeier, unsere Abgeordnete für Oberfranken. Es ist Donnerstagnachmittag, die Abstimmungen sind eben zu Ende gegangen. Und heute Morgen hat Jean-Claude Juncker, der Präsident der Europäischen Kommission, das Investitionspaket über 315 Milliarden Euro vorgestellt. Dazu möchten wir einige Fragen an Monika Hohlmeier richten. Herzlich willkommen. Hallo, grüß Sie. Nun, wir haben festgestellt, in den letzten Jahren hat die EZB immer weiter die Zinsen gesenkt, um den Kapitalfluss anzuregen und private Investitionen leichter zu machen. Der Erfolg, sagen wir mal, war begrenzt. Und heute haben wir gesehen, dass Jean-Claude Juncker sein neues Investitionspaket vorgeschlagen hat. Ist das Investitionspaket jetzt einfach, sagen wir mal, der nächste Versuch, die Krise in Europa zu vermeiden? Es ist ein deutlich anderer Versuch. Es hat sich eindeutig gezeigt, und es wurde auch in Deutschland schon vielfach kritisiert, dass nur Märkte mit Geld zu überschwemmen bzw. möglichst viel Geld verfügbar zu machen, allein nicht ausreicht. Junge Unternehmer, Start-ups, Leute, die eine gute Idee haben und Geld bräuchten für die Erforschung, für die Entwicklung von innovativen Produkten, haben oft nicht erstens den Draht dazu, überhaupt jemanden zu finden, der ihnen Geld gibt, damit sie in der Lage wären, ihre Ideen umsetzbar zu machen. Als zweites ist es vielfach ein weiter Weg zwischen privaten Geldgebern und denjenigen, die die Ideen haben. Wie kommen sie zusammen? Drittens sind oftmals die Verwaltungen in gerade strukturschwächeren Ländern oder auch in Krisenländern nicht darauf ausgebildet, solche Instrumente, wie führe ich das Geld, das auf einem Kapitalmarkt da ist, gezielt in die Richtung von sinnvollen Projekten. Da gibt es eindeutig massive Schwächen. Und um es klar zu beantworten, es werden Länder wie Bayern sehr bewundert dafür, dass sie sich wirtschaftlich stark entwickelt haben. Einer der Bausteine der Entwicklung war eine zielgerichtete Lenkung von Geld in Richtung von Innovation und Forschung. Und zwar nicht, indem der Staat allein derjenige ist, der forschen lässt an Universitäten, sondern indem wir versucht haben, Kapital für private Unternehmungen gangbar zu machen. Und dazu gehört es, dass zum Beispiel gerade ein Erfinder, der kein Geld hat, welche Garantien will er geben? Heute fragt jede Bank nach Garantien. Sie fragt danach, welche Sicherheiten haben sie uns zu bieten? Und wenn jemand kommt und dann sagt die Person, ja, ich habe keine Garantien. Ich kann nichts bieten. Ich habe kein Haus, ich habe keinen Hintergrund, sondern ich habe eine brillante Idee. Dann findet oft derjenige wenig Unterstützung. Das heißt, man geht wirklich zum ersten Mal zielgerichtet dran, wenig staatliches Kapital und dafür viel privates Kapital anziehen. Also Sie sagen, privates Kapital durch Garantien gangbar machen, gerade für Anbieter, für kleine und mittlere Unternehmen. Nun, dieses private Kapital, das kommt ja zu einem ganz besonderen Anteil auch aus Deutschland. Deutschland trägt 20% am europäischen Haushalt und 16% an den Einlagen der Europäischen Investitionsbank. Die zwei Bereiche, die an diesem Paket beteiligt sind. Nun, birgt das auch Risiken für den deutschen Steuerzahler? Die Erfahrungen sind eigentlich sehr, sehr gut, sowohl bei der Europäischen Investitionsbank, die die Verantwortung für dieses Programm tragen soll. Langjährige Erfahrungen zeigen, dass die Europäische Investitionsbank in der Öffentlichkeit noch nie dadurch aufgefallen ist, dass große Verluste aufgetreten wären. Bei uns in Deutschland gibt es die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Auch sie ist noch nie dadurch aufgefallen, dass sie horrende plötzlich Verschuldungen, wie zum Beispiel es in den Banken passiert ist, aufweisen, die sie nicht mehr begleichen können, sondern das sind hervorragend strukturierte Institute, in denen Fachleute Projekte exaktest überprüfen, in denen Spezialisten sitzen, die auch sehr versiert sind in der Überprüfung solcher Projekte. Das könnte auch ein Prozess sein, in diesen Ländern wie Italien, wie Spanien oder auch wie Griechenland, wie Rumänien, auch eine Art Hilfsprojekt, damit auch diese Verwaltungen oder dort die regionalen Institutionen lernen, mit solchen Dingen umzugehen und das vielleicht später einmal selber in ihren Ländern aufzubauen. Das Größte allerdings an diesem, also das Beste an der Idee ist eigentlich, wir haben in Deutschland sehr viel Angst davor gehabt, dass die 500 Milliarden aus dem ESM jetzt plötzlich
für eine Risikoförderung von Innovation und Forschung genommen werden. So wichtig das Ziel Innovation und Forschung ist, so wenig wollten wir, dass das, was unsere Währung potenziell stabilisieren soll, plötzlich für andere Zwecke verwendet wird. Gut, nachdem wir uns da durchgesetzt haben, wir haben es geschafft, das Geld wird nicht angetastet. Wir haben es geschafft, keine neuen Schulden werden aufgebaut. Und dieses Programm besteht darin, dass man die besten Praktiken aus wirtschaftlich erfolgreichen Ländern versucht umzusetzen auf die gesamte europäische Ebene. Ich glaube, der Versuch ist es schlichtweg wert, dies zu tun. Nun möchte ich aber noch mal nachfragen. Sie hatten erwähnt, wie aus Grundkapital mehr Kapital gewonnen wird. Hier wird ja in diesem Zusammenhang wird oft der Begriff des Hebelns sozusagen. Ein Grundkapital aus öffentlicher Hand wird am Kapitalmarkt vermehrt. Hier habe ich sogar den Faktor 15 gelesen. Was hat es damit auf sich, Kapital zu hebeln? Das bedeutet, dass wir selbst wenig Kapital einsetzen, aber einen Teil des privat eingesetzten Kapitals mit garantieren. Und dafür müssen diese Projekte natürlich streng kontrolliert und geprüft werden. Deshalb ist es die Institution der EIB, die seit vielen Jahren derartige Projekte durchführt, die weiß, wie man solche Projekte durchführt. Und aus diesem Grund ist das Risiko überhaupt nicht verändert gegenüber früheren Jahren. Es wird letztendlich nur ein bereits seit langer Jahre bestehendes Instrument auf andere Gebiete angewendet und mit mehr Grundkapital ausgestattet. Wir werden bestimmte Gelder einfach nicht mehr direkt zu 100% an die Mitgliedstaaten geben und es dann Rumänien oder Griechenland überlassen, was sie damit tun, um anschließend zu jammern nach 20 Jahren, was daraus geworden ist und dass die das nicht richtig gemacht haben und dass wir rückfordern sollen. Nein, wir schicken die entsprechenden Experten, wir schicken die Partner, wir suchen die Projekte aus und wir haben ein neues Instrument hier in Europa entwickelt, wo sich zum Beispiel junge Forscher an Europa wenden können, Jungunternehmen, Startups, mit der Bitte, helft uns, damit wir finanzielle Quellen finden für unsere Forschung. Es haben sich vor allem aus Italien, aus Spanien, also aus Krisenländern Unternehmer an die Europäische Union gewandt. Und wir haben festgestellt, dass darunter exzellente Projekte sind, herausragende Projekte. Wie schade wäre es, diese Fähigkeiten, die in allen Ländern Europas stecken, nicht endlich gangbar zu machen für unsere Wettbewerbsfähigkeit, für Arbeitsplätze, für soziales Wachstum. Ich bin nicht dafür, dass man ununterbrochen Kritik erhebt, sondern konkrete Schritte unternimmt. Und das ist ein Schritt wirklich in die richtige Richtung. Noch eine Frage. Wir hatten uns schon mal zum Thema Griechenland und die Krise oder die wirtschaftliche Situation in Griechenland unterhalten. Damals hatten Sie immer darauf bestanden, dass es nicht nur finanzielle Unterstützung für die Haushalte, sondern auch Strukturreformen gibt. Kann man diesen Aspekt der Strukturreformen auch in diesem Investitionspaket wiederfinden? Dadurch, dass natürlich Experten und Berater sich diese Projekte ansehen, dadurch, dass sie auch dabei helfen, ein solches Projekt gangbar zu machen und potenziell, wenn es in einem Mitgliedstaat nicht geht, vielleicht unter Umständen die Implementierung in einem anderen Mitgliedstaat vorschlagen werden, wo es vielleicht geht, beinhaltet es zumindest eine Methode, in den jeweiligen Staaten Hilfe anzubieten, auch Know-how dorthin zu tragen. Aber eins ist klar zu sagen, wenn zum Beispiel Frankreich seinen Arbeitsmarkt nicht reformiert, dann muss man nüchtern sagen, Arbeitsmarktstrukturen werden mit diesem Paket nicht geändert. Es ist keine eierlegende Wollmilchsau. Also das, was die Staaten selbst an Strukturveränderungen in ihren Sozialbereichen, im Bereich der Demografie, im Bereich der Wirtschaft, im Bereich des Arbeitsmarktes leisten müssen, das kann offen gestanden dieses Paket nicht ändern. Es ist ein Baustein, der den guten Willen der Europäischen Union zeigt, jedem, der will, auch in den Mitgliedstaaten helfen, zur Seite zu stehen. Diejenigen, die sich verweigern bei der Veränderung, denen wird auch durch dieses 300-Milliarden-Paket nicht geholfen werden. Also es darf jetzt auch nicht jeder glauben, wir geben 300 Milliarden Staatsgeld und Steuergeld aus, weil das war die erste Frage, die ich schon wieder bekommen habe hier. Geben Sie jetzt 300 Milliarden plötzlich aus? Woher nehmen wir das Geld? Nein, Europa gibt nicht 300 Milliarden aus, sondern im Laufe der nächsten Jahre werden 21 Milliarden, davon sind 5 Milliarden schon bei der Europäischen Investitionsbank dabei und die restlichen 15 bis 16 Milliarden sollen aus dem europäischen Haushalt umgewidmet werden.
werden, damit möglichst viel sinnvolle und zielgerichtete Projekte gemacht werden. Richtiger Schritt in die richtige Richtung. Lassen Sie es uns anpacken. Liebe Frau Hohmeier, noch eine Frage für die Bürgerinnen und Bürger in Oberfranken. Wie kann dieses Paket Oberfranken helfen? Das ist eigentlich etwas, was für alle Regionen etwas ist. Wir sind eine wirtschaftsstarke Region, eine der wirtschaftsstärksten in der Europäischen Union. Oberfranken hat sehr viele junge Menschen mit sehr vielen guten Ideen. Wir haben auch gute mittelständische Unternehmen, gute kleine Unternehmen. Sie können bereits auf bewährte Instrumente in Bayern zurückgreifen, bei der LFA, bei der KfW. Da haben deutsche Unternehmen Vorteile. Das merkt man übrigens bei der Antragstellung auch hier in Europa, dass manche schon sagen, wir haben eigentlich schon Förderung, aus dem Grund brauchen wir jetzt nicht mehr in Europa antreten. Da gibt es natürlich unterschiedlichste Forschungsprogramme, Förderprogramme, die es in Italien, in Spanien, in Frankreich in dieser Form nicht gibt. Darum so ist die größte Zahl der Antragsteller tatsächlich aus anderen Ländern. Aber auch für junge Leute aus unseren Regionen, für junge Unternehmen mit hervorragenden Ideen aus unserer Region, die keine Garantien für ihre Kredite, die keine Absicherungen für das benötigte Investitionskapital für die Forschung, für die Markteinführung, für die Marktentwicklung bekommen können. Die haben genauso eine Möglichkeit, sich an diesem 315 Milliarden Paket beteiligen zu können. Und sie können genauso Antrag stellen bei der EIB. Ich würde einfach jedem empfehlen, dass wenn die EIB die entsprechenden Projekte auflegt, wirklich nachzusehen, ist im Internet. Wir werden das dann veröffentlichen, wo man sich erkundigen kann und wie die Europäische Investitionsbank erreichbar ist. Es ist auch ein Programm für die Heimatregion. In diesem Sinne, vielen Dank, liebe Frau Hohlmeier, und bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauer, das war unsere Sendung gemeinsam mit Monika Hohlmeier, ihrer Abgeordneten für Oberfranken. Weitere Informationen, wie angekündigt, finden Sie unter www.monika-hohlmeier.de. Und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.